Celja Sasic jetzt. Diesen Sommer, Sie haben die Euromeister gewonnen, Sie sind von Mannschaft verändert und Sie haben auch geheiratet. Wie ist das jetzt? Alles ist neu? Alles ist neu, aber doch auch gar nicht so neu. Meine neue Mannschaft kannte ich ja größtenteils aus der Nationalmannschaft. Mein Mann kannte ich vorher auch schon und von daher war das alles gar nicht so neu. Ja. Wie geht das jetzt in Frankfurt? Sie sind schon Torjägerin? Ja, es läuft ganz gut. Am Anfang habe ich wahrscheinlich ein paar Gewöhnungsschwierigkeiten gehabt, aber mittlerweile bin ich, glaube ich, voll angekommen und hoffe, dass es so weitergeht. Nächste Woche schon ein Riesenspiel gegen Wolfsburg. Wie sehen Sie das? Ja, es wird ein Topspiel und wir werden alles geben und müssen auch bei 100% sein, um da das Spiel zu gewinnen, weil die Wolfsburgerinnen sehr starker Gegner sind, aber wir sehen unsere Chance und wollen die auch nutzen. Warum sind Sie nach Frankfurt gegangen, nach Bad Neuenahr? Ja, weil ich einfach auch gedacht habe, dass jetzt mal Zeit für eine Veränderung auch ist. Und wenn dann in Deutschland, dann gibt es natürlich dann ein paar Vereine, wo man sagt, okay, da kann man auch Titel holen und die reizen ein. Und das war beim FC Frankfurt der Fall. Ja. Um die Trophäenkaste noch ein bisschen mehr zu spazieren, oder? Ja, natürlich habe ich mir das auch vorgenommen, mit dem FFC und der FFC selber auch wieder erfolgreich zu sein und auch ein paar Titel zu holen. Ja. Mit Deutschland, Sie sind schon auf dem Weg zum Kanada 2015. Alles geht gut? Ja. Jo, wir haben die ersten Spiele alle souverän gewonnen, kein Gegentor kassiert. Und wir haben noch ein paar Spiele vor der Brust, aber die wollen wir genauso konzentriert angehen wie die letzten. Und dann die Ziel für dieses Jahr mit Frankfurt ist, die Meisterschaft zu holen oder Champions League zu erreichen? Das eine wird ja das andere bedingen. Von daher bin ich gerne Meister und nehme die Champions League dann mit, klar. Ja, okay. Und dann letzte Frage. Zwei Deutscherinnen sind von Weltfußballer des Jahres. Wie denken Sie, dass das holen kann oder wird das wieder eine Amerikanerin? Oh, das weiß ich leider nicht, weil ich nicht weiß, wie die ganzen hunderte von Leuten wählen werden. Aber ich denke, die Deutschen sind zu Recht da drin und wäre natürlich schön, wenn eine von beiden gewinnen würde. Ja. Und wie hoffen Sie, Angerer oder Gößling? Ach, das muss ich Gott sei Dank nicht entscheiden. Okay, danke, viel Spaß. Vielen Dank.